So, hallo und guten Abend. Der DAX hat heute wieder an Boden gut gemacht. Und zwar haben wir die Nacht vermutet, okay, er schlägt hier an, er macht einen Guardlay, er macht eine Wolfewelle. Er wird sich nach unten nochmal bewegen. Hier unten macht er dann irgendwo den Kanal auf. Also man kann das durchaus als Leading Diagonal betrachten, wie wir das vermutet haben. Er macht dann die zweite Bewegung hier hoch. Ne? Und statt ABC, also er kommt hier nicht runter. Also ich habe zwischendurch mal diesen Kanal gepostet gehabt und habe das so ein bisschen von abhängig gemacht. Wenn der Kanal fällt, kommen wir vorzeitig runter. Dann hätten wir hier irgendwo einen zusammenfallenden Keil, also ein wirklich gut sichtbares Ending Diagonal. Aber er kommt dann plötzlich doch nochmal hoch und er stößt jetzt hier oben an unserem Kanal. Ne? Man muss zwar aufpassen, der Kanal liegt im Moment noch ein bisschen höher. Und macht dadurch möglicherweise ein Leading Diagonal in Form von hier diesem 1, 2, 3, 4, 5. Wir überlappen hier zwar in der 1 und der 4, aber das ist typisch für ein Leading Diagonal. Wir bekommen daher irgendwann morgen früh oder die Nacht eine Korrektur. Die kann im Idealfall wieder reinlaufen. Also das wäre so schön die Vorbereitung. Wir kommen hier die Nacht rein irgendwann, ne? Und der Markt trennt sich dann irgendwann. Meistens so in dem Bereich. Jetzt mal anlegen hier. Also typische Werte für eine 1 sind 50% Rücklauf. Na, er will nicht. Jetzt haben wir den. Ne, durchaus aber auch bis zu 61. 38 würde die Stärke so ein bisschen anzeigen, was auch nicht ungewöhnlich wäre. Oder eben bis zur 4. Das heißt, wir hätten hier irgendwo einen Wert. Vielmehr sind es auch, weil zur Definition ist es auch eine Wolfenwellenformation. Man kann hier auch von ausgehen, dass man hier möglicherweise jetzt Wolfenwellen-Ziellinie hat, die den Markt dann nach oben rausschlägt. Wer den ganzen Quatsch hier unten dann nicht abwarten will, weil es ist durchaus möglich, dass wenn er hier einbricht, dass die Leute sagen, okay, jetzt macht er eben seine dritte Abwärtsbewegung. Lässt man einfach die Finger davon. Oder wartet ab, bis er eben hier irgendwo läuft. Der macht uns dann was anbieten, auch für Short. Und wartet eben ab, bis er hier unten hinläuft. Und hier unten haben wir eben immer noch unser großes Guardlay, was man hier sieht, ne? Bis zu 61,8 Aufstieg bis Punkt X und dann eben wieder runter. Und dann hätte man da irgendwo, auch wenn wir hier anfangen, und machen Butterfly-Bewegungen irgendwo in dem Bereich, die 61,8. Und er schlägt dann drunter, hätten wir hier auch irgendwo in diesem Bereich ein Butterfly. Wir hätten den Kanal wieder. Und wir haben diese Trendlinie, die irgendwo von hier hinten beginnt. Und auch eine Art Kanal macht. Jedoch legt er eben hier oben drüber, ist zumindest bis hier oben hin. Bis dahin so diese Freibereiche. Aber ich warne zur Vorsicht, wenn der hier hochläuft, hier sind die ersten richtig bösen Widerstände, also richtig, richtig große Widerstände, die möglicherweise den Trend umdrehen, der seit 2009 läuft. Das ist so eine Jahrzehntemarke, die durchaus den Markt die nächsten Jahre beeinflussen kann. Das ist das Höchste, was wir dann gesehen haben für mehrere Jahre. Man kann hier laufen lassen, sollte eben vielleicht irgendwo hier oben beenden und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an, ne, oder ich sichere eben ab und wenn er zurückkommt, dann werde ich eben ausgestoppt, dann ist es eben so. Aber das ist so ein Bereich hier, in dem wartet man ab. Man kann hier einen Short probieren. Ich sage, ich bin keiner, der mehr noch in so diese schnellen Bewegungen reinfest, wenn sich hier was bewegt. Weil so eine Trendumkehr dauert auch eine Weile, der könnte auch noch eine Weile hier oben dran langlaufen, querlaufen.
Wir wissen sicherlich in einer Woche mehr, wenn er hier oben hingekommen ist oder eben wenn er hier runterkommt, vielleicht in 2 oder 3 Wochen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass ich mich komplett irre und er wandert hier oben weiter. Dann bietet er uns aber dann wieder hier oben irgendwelche Einstiege an oder solche Geschichten, dass er uns eben durch Korrekturen die Möglichkeit gibt, eben wieder in neue Wellen eben einzusteigen, in neue Bewegungen. Ne? Also wie gesagt, hier vorsichtig sein. Kommt er nochmal runter, haben wir unten die Chance. Das ist weder ausgeschlossen noch irgendwas anderes, weil wir könnten auch hier irgendwo Zickzackbewegungen kriegen, wilde Hin- und Herbewegungen. Wir können hier ein großes Dreieck um reinbekommen, was auch nicht ungewöhnlich ist. Das ist so die große Unbekannte, weil in der Welle kämpft man oder kämpft der Markt so um die Deutungshoheit. Und sch das Schönste wäre eben wirklich, wenn er hier was reinmacht, weil dann haben wir nochmal die Chance bekommen vielleicht einen Trade hier unten tiefer rein. Das sind so die Formationen, die dann lange Bewegung ankündigen und dann kommt man hier unten auch rein und kann halt wirklich darauf spekulieren, dass man diese Bewegung oder diese Bewegung bis hier oben hin mitnimmt. Aber das wird sich sicher morgen zeigen. Also wie gesagt, hier oben vermutet Schnittstelle zwischen zwei Theorien. Also Theorie 1, wir gehen nach oben durch, sobald wir hier die überschreiten oder möglicherweise bereits hier hochgehen und dann wieder runterkommen. Theorie 2, wir kommen erneut hier runter. Theorie 2 beinhaltet aber eben auch, dass wir hier vielleicht doch eine Kategorie für sich haben und dann kommen wir nochmal tiefer runter, etc. pp. Aber dafür gibt es noch keine großen Indizien. Also man darf nicht hoffen, wenn der irgendwie hier, wenn man hier short geht, dass wir dann hier unten rauskommen. Dafür gibt es eine Wahrscheinlichkeit, aber die ist derzeit noch nicht sehr groß. So. Ich wünsche euch morgen einen erfolgreichen Handelstag und wir hören uns morgen Abend wieder. Auf Wiederhören.